Also frag mich nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte, weiß nicht, ich sag's einfach, es ist die Nummer 1 in Deutschland sein. Manchmal hat man so ein Gefühl, ob es jetzt was wird oder nicht, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl. Ohne Leben und schön, dass ihr am Start seid. Aus Trier. In dieser Folge seht ihr Burger, zu denen ihr mich gezwungen habt. Es gibt diese Kategorie Burger. Ich muss einfach fairerweise sagen, wenn jemand in die Kommentare schreibt, ein einziger und empfiehlt einen Burger, schwierig. Aber wenn dann viele Burger kommen, was laber ich? Wenn viele, viele Leute reinschauen und überdauern und mich immer wieder kaputt machen mit diesem Kommentar, dann ist es fällig. Erster Laden ist so ein Kandidat. Der zweite hat so ein bisschen Vorgeschichte, den ich heute euch zeige im Video. Aber ihr habt mich gezwungen. Zum anderen Burger kommen wir gleich. Wir sind in Trier, wie gesagt, die Stadt der Bäume und des Wassers. Also ich habe keinen Ort der Welt so viele Bäume gesehen, außer im Wald. Oh, der war zu schlecht für mich. Den müssen wir rausnehmen, der war zu schlecht. Das war der schlechteste Witz, den ich je gebracht habe, Mann. Oh, scheiße, ich darf doch nicht über Rot gehen. Aua, 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 mein Fuß fast umgeknickt. Eine entspannte Deutschlandtour wieder mit Burgern. Trier und Mannheim, so viel sage ich schon mal. Und Burger Nummer 2, oha, da habt ihr mich kaputt gemacht für mein letztes Video. Sage ich euch so, wie es ist. Sage ich ein, zwei Worte noch mal zu. Da wird der zweite Test kommen. Und wen wir gleich sehen, macht euch gefasst. Wird gerade frische Ware angeliefert. Der Daddy, ja. Direct on the street bin ich hier am Start, Alter. Halle, die Waldfee. Moin, Hallöchen, hallo. So, wir sind am Start. Das ist ja immer das Erste, wenn du in den Laden reingehst. Dann gezwungenermaßen, du guckst, du nimmst so die Atmosphäre wahr. Was erwartet dich? Gefühlt hat jeder Laden eine Schwingung, wisst ihr? Das ist so ein bisschen Bar-Feeling irgendwie auf ganz harte Nummer. Jetzt krieg ich richtig in die Fresse, glaube ich, so was Geschmack angeht. Das könnte hier eine Bar sein. Eine Bar und hier nebenbei wird Burger gemacht. Und weil heute gab es keine Alkohollieferung, war nicht am Start, dann haben wir uns so eben Burgerplatte geholt und machen dafür ein bisschen Burger. So kommt mir das rüber. Na Jungs, kann man essen hier den Burger oder was? Fertig, gut, der ist krass. Ja, ja, ich bin gespannt. Ja, dann lasst euch schmecken, ne? Danke, guten Mann. Hunger, guten Hunger. Das sieht interessant aus, das sieht interessant aus. Die Farbe in den Zwiebeln, wie kriegt ihr die da rein? Das ist eine Spanish Zwiebel und sie sind pink. Ah, und das sind einfach rote Zwiebeln, ne? Ja, oder? Rote Zwiebeln. Und dann, ja, du weißt, was ich meine. Ah, ja, ja. Das löst die Zwiebeln aus, wenn sie sind in der Pekolöse. Ah, alles klar, ich danke dir. Ich hätte jetzt vielleicht so gedacht, das sind weiße Zwiebeln und irgendwie mit rote Beete oder so, weißt ja. du? Hey, mein Lieber, grüß dich. Alles klar mit dir? Ja, schön, dass ich hier sein darf, sag ich mal so. Mega geil. Ja, hast du auch Brot geholt, oder? Ja, für die Kinder, die kommen jetzt aus der Schule. Ach, die kommen jetzt hier direkt her, oder was? Nee, meine Lebensgefährtin hier, die geht die jetzt abholen und ich koche gleich für dich. Ah, das ist dein Lebensgefährte? Meine Lebensgefährtin, gell. Mein Bruder ist eigentlich auch das, da. Der, ach so, der ist jetzt der nicht ist da. Mittwoch, genau, der leitet Restaurant. Also so Family Business, ne? Freunde, die kennen mich schon ewig. Klein und fein hier. Ah, schön, freut mich, freut mich. Ja, ich habe sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Ey, das freut mich umso mehr, dass meine Gäste mich da so supporten. Aber also wir haben eine Armee hinter uns. Schon so. lange kriege ich immer wieder Nachrichten. Ich mache heute keinen Schnickschnack. Du kriegst das, was alle kriegen, ja? Okay. So, ganz einfach. Ja. Und ich hoffe, es schmeckt dir. Hier ist nur Quality, Quality, Quality. Das stimmt. Und das Konzept ist besonders an sich so. Aber im Endeffekt entscheidet der Geschmack. Und du bist Experte und da freue ich mich. Geil. Ich werde erstmal noch ein paar Aufnahmen machen. Machst du erstmal bequem? Mach dir gleich ein paar schöne Aufnahmen. Okay, sehr schön, sehr schön. Nochmal zu den Zwiebeln. Natürlich, wir haben eingelegte Zwiebeln gehabt. Wir haben eingelegte Gurken gehabt. Aber Zwiebeln in der Form, in der Färbung, wie die es machen, ist ja wie Tag und Nacht. Du kannst Zwiebeln so unterschiedlich einlegen, generell Gemüse. Und alleine von der Optik, so selten gesehen, bei Murder Burger haben die auch so ganz special eingelegtes Gemüse, was von der Färbung auch ähnlich ist. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, was die da drauf haben. Aber ja, geil. Du machst viel Sport, oder? Ja, muss. Ne? Sonst kriege ich es alles nicht runter. Aber wenn ich privat esse, esse ich auch gut, muss ich sagen. Also auch gesund und versuche ich nicht so viel Fastfood mir reinzuhauen. Ja, klar, logisch.
hier Zec Plus auch hier aus der Nähe. Zec Plus ist am Start beim Supporten. Ja, Support das Ganze. Holle 10 ist der Code. Ja, ehrlich? Ja, nein, niemand. Doch, doch, Holle 10 ist der Code. Holle 10. Ja, Holle 10. Denk dran, besten Supplements. Ja, immer stabil. Am Start. Du bist auf jeden Fall stabil. Danke, Brudi. Danke, danke. Weißt du, was ich von dir noch einmal bräuchte? Ich habe das schon oft bei Twitch live erzählt. Ne? Du hast einmal so gesagt, weil du hast mich verlinkt in der Story. Ne? Und ich habe noch nie so eine geile Ansage gesehen vom Burger. So, du hast es so richtig mit Flo, so wie irgendeiner, der aus Compton kommt oder so. Weißt du, so richtig Gangster-Style hast du den Laden promotet. Ja, das ist Subkultur schon hier. Ne? Das ist halt meine Vergangenheit. So, ich bin mit Amis aufgewachsen, viel auf der Airbase hier rumgegangen. Ehrlich? Mit 7 Jahren. Ja, deswegen mache ich das Ganze so. Ne? Ah. Immer Fast Food bei gewissen Basketballspielern eingeladen. Spare Ribs, Barbecue und so weiter. Ne? Und das ist halt mein Hintergrund. Ich habe mit 9 Jahren schon Tupac im Kinderzimmer gepumpt. Ja? So, und das mache ich immer noch. Kannst du nicht nochmal so eine Ansage machen, wie für mich so, oh, kommst du der Daddy und so? Ich mach dir gleich. Ja, ich sag noch ein paar Sachen, sehr gerne. Okay. Ne? Ich habe gesagt, ich lehne immer alles ab. Ne? Ich sag den Grund, warum. Also Pro7 und so, die haben auch schon alles hier angefangen. Wir haben hier genug zu tun. Und ich will, dass meine Gäste hier schön in Ruhe noch essen können, was sie oft nicht können, weil hier mega die Schlange ist. Echt? Ja. Oha. Deswegen. Und du bist mir aber so sympathisch gewesen. Und dann haben mir alle geschrieben, ey, wenn der Holle mal kommt. Und dann warst du mir auch direkt sympathisch. Und dachte, ey, mit dir mache ich ein Video. Wenn du Lust hast, lade ich dich auch danach noch auf dem Eis ein. Gehen wir eine Runde durch die Stadt. Zeige ich dir ein paar schöne Bauwerke. Danke, Bruder. Danke, danke. Ja? Danke, danke. Also erstmal würde ich sagen, du sagst mir, welcher Burger die Nummer 1 ist. Weil ich kann nur einen Burger testen und heute wird noch viel getestet in anderen Städten. Burger. Ein Monatsburger. Burger des Monats. Indisch angehaucht. Ich mach dir das, was du möchtest. Ich nehme einfach den normalen Burger. Den werde ich dann essen. Kommt es dazu irgendwas? Nee, gar nichts, gar nichts. Ich esse wirklich nur den Burger, ja. Dennis, wenn ich das hier kriege, Gänsehaut, weißt du warum? Ich habe kein Parkticket gezogen und ich schiebe gerade richtig Nervenkitzel, dass ich erwischt werde. Das machen wir auch. Was habt ihr für Buns am Start? Das klassische Brioche? Nee, das ist Secret Daddy Reserve. Secret, echt? Lange entwickelt. Ah, ich hab verstanden, Daddy hat gesagt Secret. Ah ja, das ist geheim. Scheiße. Secret. Ja, das ist so. Aber es ist ein Milchbrötchen, weißt du. Okay. Alle reden immer Brioche und hier und da, aber das ist es nicht. Ihr habt was Besseres, das am Start. Wir haben was anderes. Kleiner Besser Tipp? Besser als das. Nein. Einfach nein. We can tell you about that. And we have to kill you. Angenommen, ich hätte mal eine Frage. Yeah. Ich würde dir 10 Millionen hinlegen für dein komplettes Rezept, für einen kompletten Burger, fürs Bun, für alles. Nein. Würdest du verkaufen? Ja. Ja? Aber auch für weniger. Das kannst du mir vielleicht nochmal klären. Ja. Die sagten noch, es gibt 3 verschiedene Zwiebelarten von euch irgendwie. Ja. Also wir machen Grilled Onions, dann eine Zwiebelmarmelade und Pickled Onions, Rezept auch vom Sternekoch hier. Ach nein, ey. Und ein Smashburger und den Klassiker. Ich mach dir 2. Okay, dann nehme ich den Special Smash und den normalen Klassik. Nehmen wir den. Und Rest ist nicht Fall, okay? Versprochen. Geil. Olle. Ich glaube, hier ist direkt ein Fan hinter dir. Komm. Echt? Ey, grüß dich. Alles klar? Ja, bei mir auch. Der kommt nie mittags, Digga. Hast du bis die Schule am Schwänzen wegen dir jetzt? Nein? Okay, krass, ja. Um die Uhrzeit, ne? Glauben wir. Geil. Ja, Burger hier gut oder was? Ja, immer. Ich werde direkt snacken, ich habe gerade bestellt schon. Die Bilder an, naja, das ist nicht normal. Also hier wird Burger zelebriert, Mann. Was er auch gesagt hat. Einmal mehr postet er für 24 Stunden eine Story. Da haut er so geheime Burger-Menüs raus, wo du Burger außerhalb der Karte bestellen kannst. Du musst aber wissen, dass es sie gibt, sonst kannst du nicht bestellen. Alter, das ist so mystisch hier alles gerade. Ich habe ein Sold-Out-Konzept. Das heißt, wir haben jeden Tag die gleiche Menge an Burgern. Und wenn die weg sind, dann schließen wir einfach. Echt? Ja. Was, könnt ihr die nicht erhöhen? Trotzdem ein bisschen erhöhen? Dann wird die Qualität leiden, weißt du? Ich begründe das einfach mit Qualität und mit dem Leben, dass man nur ein Leben hat und dass hier mein Team 4 Tage ackert, dafür in 4 Tagen richtig knüppelt, ne? Dafür aber den 3 Tage Zeit. Auf. Genau. Geil, die freuen sich, Jungs. Also das ist Chef des Jahres mit einem Kollegen, den ich auch noch hatte. Grüße an den guten Sebu. Der ist mit seinen Jungs zu mir, hat Garten gemacht, hat seinen besten Mann erstmal auf Herbertstraße in Hamburg eingeladen. Sehr gut. Mann.
Sebo, Chef des Jahres 2023, ich schwör's euch, aber sowas von. 20 Stunden Geschmodder in der Brust. Also ich sag's euch, das ist so ein Burgerladen, den musst du eigentlich komplett auseinandernehmen, alles testen. Also ich sag euch auch so, wie es ist. Wenn es jetzt zu wild hier wird, dann belassen wir es bei diesem Laden in diesem Video. Das machen wir. Und dann machen wir einen anderen Laden im extra Video. Ja, da musst du eigentlich die ganze Karte essen bei so einem Laden. Die haben echt wilde Sachen hier, Mann. Daddy-Shirts essen hier. Nee, das ist voll. Krass, war das Zufall oder hast du... Der hat nur die Klamotten, ne? Erdnussbutter und Marmelade bei dem Burger. Auch kranke Kombi bestimmt. Und ich frag mich nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte, weiß ich nicht, ich sag's einfach, wie es ist, die Nummer 1 in Deutschland sein. Manchmal hat man so ein Gefühl, ob es jetzt was wird oder nicht, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl. Dann gibt's den gleich für mich, Leute. Smash Patty, Cheddar, Grilled Onions, Onion Jam und Pickled Onions, OG Soße und Gurken. Geil, geil, danke, danke. Oh, Scheiße, ey. Wir müssen direkt loslegen. Des Todes fettig. Perfektes Gurkenfeeling, Käsefeeling. Man darf diese Gurken nicht unterschätzen. In einer Burger-Kombi, das sind nicht einfach Gurken. Denk dir einfach mal kurz weg, dass du gerade Gurken isst. Scheiß erstmal drauf. Aber diese leicht säuerliche Note von der Gurke, in Kombination natürlich mit dem Gurkengeschmack, die sich mit dem Käse vereint, mit dem Rest des Burgers vereint, dieser einzigartige Geschmack, der ist himmlisch. Der ist himmlisch. Todessaftig, Bun innen weich, außen relativ hart. Jetzt gibt's Gurken in die Fresse. Aber boom, ganz starkes Gurkenfeeling. Wenn du hier ranfährst, das läuft aus. Aber nicht dieses, es fällt alles runter, wie bei manchen Burgern, wo du denkst, du kannst es nicht essen. Das ist so voller Saft. Alles, was ich eben gesagt habe, mit Brot außen hart etc. Erstmal unkommentiert. Nicht positiv, nicht negativ gesagt. Einfach nur alles, was ich gerade spüre, schmecke, sehe, euch mitgeteilt. Ultra stark. Ich sage euch nur ultra stark. Leichtes prickelndes Salz. Ich fühle das so hart, ich schwöre euch. Als wäre dieses Salz leicht wie eine Feder, zwitschert über das Fleisch rüber. Und sobald du es im Mund nimmst, boom, entfaltet es sich wie so eine kleine Mini-Explosion. Bam. Nein, 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 falsch gesagt. Tut mir leid, ich meine das ganz ernst, was ich gerade sage. Es ist keine Explosion. Es wachsen diesen Salz Flügel und es flattert durch deinen Mund und breitet sich langsam geschmeidig aus. Keine Explosion. Schöner Tiefgang von der Zwiebelmarmelade jetzt. Die Grilled Onions sind mir bisher noch gar nicht so in den Geschmack gekommen, aber jetzt die Marmelade so mit schönem Tiefgang. Den Gedanken, wenn du es siehst, würdest du dir vorstellen, rauchig, rauchig ist es nicht, es hat einfach jetzt Tiefe. Es gibt noch ein bisschen Tiefe im Burger. Schöne Süße vor allem. Jetzt kommen die Grilled Onions. Ich sage es euch, der Burger hat alles. Saftigkeit, Käseflavor, das perfekte Salz, Gurken, Burger-Verhältnis, grandiosen Feeling, gibt Impulse rein. Kleine Akzente, die überall gesetzt werden. Bam, dann kommt auf einmal die Zwiebelmarmelade. Leicht ist es, nicht zu doll. Nicht zu doll, perfekt. Das ist auch wieder das Ding. Wie präsentierst du genau die Komponente? Ist es zu doll, ist es nicht zu doll? Nein, ist perfekt.
bin überwältigt. Ich werde es kurz sagen lassen. Ich nehme noch den anderen Burger, aber eins kann ich sagen. Mit dem zweiten Laden in diesem Video hat sich jemand gegessen. Wer ist wirklich? Leute, wer den isst, weiß, wer gute Rolle redet, keine Scheiße. Wer diesen Burger isst und nicht sagt, dass er krank ist, jeder hat das Recht dazu zu sagen, ist nicht ganz so sein Feeling, sein Style oder das, was er feiert. Klar, aber keiner kann behaupten, dass das kein kranker Burger ist. Von der Umsetzung. Perfektion. Wenn ich irgendeine Kritik äußern könnte, unten vom Handgefühl war mir ein bisschen zu feucht, wo man Angst hat, wenn man einen Burger bestellt, dass er unten, dieses Kondens, was sich sammelt, er zu feucht ist. Und ein ganz klein bisschen Fleischflavor und Fleisch vom Biss. Nicht perfekt in der Haptik. Das sind die einzigen drei Kritikpunkte. Boah, Leute, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll, ey. Ich möchte das jetzt gar nicht in Worte fassen, ja, weil das zu kompliziert wäre jetzt. Aber er war ultra heftig. Jetzt lasse ich das nochmal sacken. Ja, schickst du mir Link dann, wenn du ein Video hast, damit ich... Ja, klar. Ich werde den zweiten noch essen und dann versuche ich das Ganze einzuordnen. Geh ich doch glatt nach Hause. Trier City, die älteste Stadt Deutschlands. Die Stadt der Bäume und des Wassers. Und der Römer. Guck mal, Holle, hier ist meine Mama. Hi, Mama. Sehr gerne. Okay, das ist jetzt der am meisten verkaufte, den wir jetzt essen. Den Classic Cheese einfach. Der Schwung vom Salz sieht so unbedeutend aus, aber der ist mit Übung, mit Präzision überall. Könnte wetten, wenn du das auf Milligramm genommen hast, da ist fast überall die gleiche Menge drauf. Also aufs Milligramm beinahe genau. Und glaub mir, ich kenne das von zu Hause, den Käse so schräg aufeinander zu legen. Richtig. Legt niemals irgendwie einen Käse außer Verpackung. Die kleben ja aneinander und legt ihn einfach so drauf. Nein, löst ihn nochmal, legt ihn dann nochmal drauf. Es ist ein ganz anderes Gefühl, das zu essen. Und so ist es hier auch. Jetzt fängt die Schlange an. Weißt du, wo ich gesagt habe? Oh, die Leute wollen alle ein Blatt. Du siehst auf dem Grill, ist ja eh schon genug. Es kommt bleibt cool. Genau, und deswegen. Da bräuchte man beinahe einen zweiten Laden, um das zu bewältigen. Ja, aber dann leidet die Quali auch wieder. Ja, da muss ich da hinfahren und dann nicht hier. Ja, weißt du, das stimmt, ja. Seht ihr? Die Kruste da an der Seite. Seht ihr sie? Oh, stark, 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 stark. Da ist die Käsekruste noch und die ist wichtig. Guck, die Kruste da an der Seite. Das ist Macht. Auch wild. Alleine von der Optik ein Kunstwerk, seid mal ganz ehrlich. Okay, der ist auch nicht so sapschig, also wie der eben ganz unten. Der lag wahrscheinlich ganz kurz zu lang auf der Platte oder so. Wird ein Sekundending sein. Oder vielleicht wegen den Zutaten, dass da noch mehr durchgesapscht ist. Ich weiß es nicht. Eins muss ich kurz sagen, man schmeckt das Ei, was vorher drauf gemacht wurde. Das feiere ich nicht so. Wurde an der gleichen Stelle Ei gemacht auf der Platte. Das muss ich einmal sagen. Wird natürlich nicht immer so sein, aber das ausgenommen. Ich kann mich nur an einmal erinnern, wo ich dieses Feeling hatte. Nämlich bei Beste in Oldenburg. Der perfekte Saft. Als hätten die das. Oh, das ist so eine Saftexplosion im Burger. Aber nicht dieses Ding, wo es scheiße wird, wo es runterfließt, wo es austropft. Nein, eine Explosion aus Saft da drin im Burger. Perfekt Medium. Man hat auch einen ganz speziellen Charakter. Das ist wirklich dieses Innen, dieses irgendwo Matschige, was man zusammendrückt und was richtig zusammenklebt so dann. Und oben eine ganz harte Kruste, knusprig Kruste, gefühlt leichte Röstung drin. Ganz kranker Flavor im Burger. Anderes Wort fällt mir nicht ein. Ganz kranker Flavor. Und in dem Moment kommt zum Käse, aber sehr special. Was special ist, das ist nicht der Boom, du merkst sofort, oh, Käsekruste. Du beißt rein und es breitet sich so langsam aus. Es ist so unscheinbar. Und du merkst einfach nur, was ist das für ein Flavor gerade? Dann merkst du langsam, dann wird es leicht in den Lieber, kommt auf dich zu. Gefühlt mischt sich das noch mit der Röstung vom Fleisch, oben mit der leichten Bräunung vom Bun. Dann kommt es reingeschossen und du checkst es überhaupt erst richtig, was das der Käse war. Sehr interessanter, einzigartiger Biss gerade. Saftig des Todes. Da trägt natürlich die Tomate auch noch in gewisser Weise mit dazu bei. Hab ich dann geschafft bei Tomate, die läuft oft einfach aus. Auch das tut es nicht. Auch das ein ultra starker Burger. Ich werde gleich für beide Burger Feedback an den guten Daddy geben. Oh. So, Rudi, jetzt bist du fällig. Ja. Jetzt bist du fällig. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir es hier machen wollen oder wollen wir es hinten draußen machen. Raus, komm raus. Raus, komm, wir gehen raus. Oh, scheiße, ich habe kurz Hose dabei zum Glück. Das ist gut. Oh, das kommt echt aus nichts. Das kommt reingepfeffert. Komm, wir gehen rechts rein, 2 Meter. Ja, schön ruhig. Ja, da ist ein bisschen ruhiger. Also, die jetzt
habe ich für dich hier das alles entscheidende Feedback. Dein Burger hat mich ultra, ultra weggehauen, geflasht, sag ich dir ehrlich. Und gib dir einen Ruck jetzt. Für die Zuschauer, damit ihr wisst, klar weiß ich, würde ich jetzt den besten Burger Deutschlands machen, könnte ich wieder ein Video machen, richtig hart, Klicks, Welle, sonst was. Nur damit ihr da immer wisst, so bin ich nicht. Ich mache es genauso, wie es mir auf dem Herzen liegt. Aber in dem Fall, bei dem Burger, wäre alles legitim. Ich habe den 9,3 Punkte gegeben. Stabil. 9,3 Punkte für den Smash. Diese Impulse, diese Perfektion, Präzision von der Süße, von den Gurken, vom Käse. Das war einfach, als wäre vom Himmel auf die Erde gefallen, in Perfektion. So perfekt wie in der Natur. Ist. So perfekt war der Burger. Ich habe ihn nur nicht auf die 1 gesetzt, weil für mich ein, zwei Sachen drin waren, wo ich in meiner bescheidenen Erfahrung nur einfach sage, was mir auf dem Herzen gelegen hätte. Ja, gerne. Ich hätte unter Umständen die Wolfung vom Fleisch ein bisschen verändert, weil die vom Mundgefühl nicht ganz perfekt waren. Nicht ganz perfekt. Okay. Und mir hat ein klein bisschen mehr Röstung gefehlt. Das habe ich auch gesehen, als ich sie auf dem Grill hatte. Ich glaube, wäre ich es nicht gewesen, hätte er sie nochmal gemacht. Ganz klein bisschen Röstung mehr. Und dann wärst du für mich auf 1, weil irgendwie hast du mich sogar mehr geflasht als Goldies. Dankeschön. Aber ich habe bei Goldies keinen Fehler gefunden. Absolut okay. Aber das war ein Burger, der war krank. Vielen Dank. Und der zweite war auch stark. Habe ich eine 8,8, glaube ich, gegeben. Auch sehr, sehr stark. Danke. Ich gucke Video. Gerne. Guck dir das Video an. Ich habe das noch viel ausführlicher vorhin erklärt. Also der erste, Leute, das ist... Liebe geht raus. Boah, Holle. Schön, dass du da bist. Kuss an alle. Du sagtest gerade noch, du verstehst, was ich meine mit der Wolfung, ne? Absolut. Ja. Und das war heute die ungeschminkte Wahrheit. Keine extra Wurst für dich. Das war die Kuh heute. Morgen ist die Kuh ein bisschen anders. Und 9,3, Digga, ich schlafe heute wie ein Engel. Stark. Die Brötchen. Morgen hast du andere Brötchen als heute. Ja. Das ist Handarbeit. Es muss nur regnen. Wenn der Ofen piepst und der Bäcker ist gerade 10 Meter weiter weg, ist das schon ist ein bisschen anders, dunkler, ne? Als heute. Ja, ja, Digga, das ist so. Ja. Weißt du, und das macht aber Spaß. Und das ist Kochen für mich. Das Internet ist voll mit Lügen. Der Fernseher ist voll mit Lügen. Ja. Weißt du, und du machst so ehrlich. Und das gefällt das ist so. Die 9,3, ich küsse nochmal dein Herz. Ich küsse dein Herz. Ja, genau. Der, die Neustraße in Trier, die saftigsten Burger der Stadt. Kommt vorbei, ihr seid herzlich willkommen. Lasst einen Daumen oben knallen. Auf jeden Fall.